Ja, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Deshalb eröffne ich pünktlich um 15 Uhr nach zweimal Bimmeln draußen und drinnen unsere Endoffensive am berühmten Donnerstagnachmittag. Wir haben noch eine Vielzahl von Tagesordnungspunkten abzuarbeiten. Deshalb lese ich sie Ihnen jetzt nicht vor, sondern rufe gleich auf Tagesordnungspunkt 65 in Verbindung mit 101. Das ist der Antrag der Fraktion Die Linke zum Thema Fachkräfte in der pädagogischen und sozialen Arbeit nicht verheizen, sondern schützen und impfen. Es ist die Drucksache 5537 aus dieser Legislaturperiode. Und es ist der Setzpunkt der Fraktion der Linken. Und Frau Böhm hat sich als Erste deshalb melden dürfen und hat sich gemeldet und ist jetzt dran. So, die jungen Herren haben sich entschieden, dass sie jetzt weg sind. Sie sind dran. Na, das ist doch gut so. Die jungen Herren. Danke sehr, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, das wird heute wahrscheinlich eine recht persönliche Rede. Nicht, dass ich jetzt im letzten Jahr in meinem Beruf als Sozialpädagogin tatsächlich tätig war. Nein, Sie haben ja das Glück gehabt, mich hier zu erleben. Ich hatte das Glück, das nicht tun zu müssen. Aber ich habe seit den 70er Jahren weitgehend in der sozialen Arbeit war ich tätig, zuerst als FSJlerin in einer Kita, dann als Begleiterin im freiwillig-sozialen Jahr, als Motivatorin für arbeitslose Jugendliche, als Beraterin für Langzeitarbeitslose, als städtische Mitarbeiterin im interkulturellen Büro zur Gleichstellung von Ausländern und Deutschen und in den letzten 15 Jahren als Betreuerin für Menschen, die sich nicht mehr selbst vorstehen können. Und ich bin heilfroh, dass ich nicht während der Corona-Pandemie in der Situation war, eine Arbeit erbringen zu müssen, die auf Basis von Vertrauen und Nähe gelingt, aber unter Corona-Bedingungen Abstand erfordert, um sich und andere nicht zu gefährden. Und umso mehr schätze ich den Einsatz der vielen Kolleginnen im Land während dieses Jahres und bedanke mich stellvertretend für alle demokratischen Fraktionen im Haus hier bei Ihnen. Täglich gehen Erzieherinnen in die Kita, oft genug auch Angehörige der Risikogruppe, und sitzen und stehen inmitten von 20 Kindern, einige mit Schnupfennasen, andere, bei denen sie vermuten, dass das familiäre Abstandhalten noch weniger als bei anderen funktioniert. Und sie sehen sich einer starken Gefährdung ausgesetzt. Keine Plexiglasscheibe hilft ihnen, eine FFP2-Maske ist meistens hinderlich. Wie wollen Sie einem Kind, das sprechen lernt, aus einem Buch vorlesen und eine Maske aufsetzen? Permanentes Lüften ist nicht möglich. Die meisten Kitas haben auch keine Lüftungsanlage mit ständiger Frischluftzufuhr. Und nach so einer Arbeitswoche schrieb sich Frau Kringmuth Endras ihre Wut darüber in einer Petition herunter. Und sie hat damit den Nagel auf den Kopf getroffen. 28.000 Unterschriften hat die Petition Schützt Erzieherinnen vor Corona bereits erreicht, und das innerhalb kürzester Zeit. Dabei sind viele, viele Fachkräfte in der frühkindlichen Bildung, die diese Forderung unterstützen. Diese Petition liegt jetzt im Sozial- und Integrationspolitischen Ausschuss. Und ich fordere Sie auf, lassen Sie uns dafür sorgen, dass die Sorgen und Nöte der Erzieherinnen ernst genommen werden und Abhilfe geschaffen wird. Oh, 3.000 Beschäftigte in sozialen und erzieherischen Berufen wurden innerhalb einer Studie der Hochschule Fulda zu ihren Arbeitsbedingungen gefragt. Prof. Dr. Mayer, der Initiator und der Verantwortliche von dieser Studie, sagte bei der Vorstellung, die Arbeitsbedingungen in der sozialen Arbeit waren bisher schon nicht optimal. Die Corona-Pandemie
wirkt nun wie ein Brennglas. Gut, dass Professor Dr. Mayer durch das Brennglas blickt und sich die Realität der Beschäftigten tatsächlich anschaut. Und was haben die Kolleginnen geantwortet? Ein Drittel der Befragten sagte, dass die Anzahl der Adressatinnen pro Beschäftigter zugenommen haben. Kein Wunder, Armut hat zugenommen, Problemlagen haben sich verschärft, Kolleginnen sind erkrankt. 88,6% der Befragten empfinden, dass ihre eigene Arbeit sich verdichtet und vollständig verändert hat innerhalb des letzten Jahres. 62% fühlen sich belastet oder sogar extrem belastet. Jede zweite Fachkraft erlebt eine Veränderung ihrer Arbeitsbedingungen. 30% denken über einen Stellenwechsel nach und sogar 16% über einen Berufswechsel. Sie sehen, nicht nur die Mitarbeiterinnen in den Kliniken und der Altenpflege, auch die Kolleginnen in der sozialen Arbeit sind am Limit. Was wurde und wird getan, um ihre Arbeit zu erleichtern? Nicht das Notwendige, zum Beispiel ausreichend Schutzausrüstung zur Verfügung zu stellen. Ich höre immer den oder auch die Minister, dass so viel bestellt und ausgegeben worden ist. Aber beispielsweise haben die Kolleginnen, die in der Arbeit mit Menschen mit prekären Lebenslagen sind, geantwortet, dass nur die Hälfte der erforderlichen Schutzausrüstung bei ihnen angekommen ist. Ähnliches gilt für die frühkindliche Bildung, die Schulsozialarbeit und andere Felder. Homeoffice ist in diesem Bereich meist nicht möglich. Die Kontakte per Videotelefonie zu organisieren, ist sehr schwierig, wenn 40% der Adressatinnen über kein entsprechendes Endgerät verfügen. Und das alles unter dem Vorzeichen, dass immer mehr Meldungen eingehen, dass die soziale und pädagogische Arbeit noch nie so wichtig und wertvoll war wie heute. Trotzdem müssen 13% die Hilfen früher als üblich beenden. Dazu kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, das ist nichts wirklich richtig Neues. Ein bisschen mehr Ruhe. Bitte um Entschuldigung. Das, wissen Sie, von hinten stört das sehr. Ja, Sie haben recht. Ja, ich habe noch ganz ordentlich gesagt. Freunde, er hat sich auch schon entschuldigt und seine tiefe Stimme ist alles gut. Einfach schließen. Frau Böhm, Sie haben wieder das Wort und das, die Minute ziehen wir Ihnen ab oder geben wir Ihnen oben drauf oder wie auch immer jedenfalls. Arbeitszeitverkürzung und Redeverlängerung. Ne? Also, daraus kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, das ist nichts wirklich Neues. Wie oft habe ich das selbst erlebt, dass die Arbeitsbedingungen der Sozialarbeitenden, der Menschen in der sozialen und pädagogischen Arbeit ähnlich prekär waren wie die der Adressatinnengruppe, mit der sie gearbeitet haben. Also, um nicht falsch verstanden zu werden, das Einkommen natürlich unterscheidet sich nur im Verhältnis zu ähnlichen anderen Professionen ist es natürlich ein wesentlich geringeres. Die Bezahlung ist in technischen Berufen grundsätzlich höher. Wenn wir zu den Arbeitsverträgen gucken, ich habe Zeit meines Lebens bis auf einen Arbeitsvertrag und meine Selbstständigkeit, na gut, das war mein eigenes Risiko, immer befristet gearbeitet. Ich hatte mehrere Einmonatsarbeitsverträge hintereinander, weil die Finanzierung von Seiten des Bundes nicht feststand. Ich habe Kolleginnen in der Gemeinwesenarbeit erlebt, die nicht nur kein eigenes Büro hatten, das ist schon ein besonderer Luxus, wenn man ein eigenes Büro als Sozialarbeiterin hat, sondern die haben aus dem Auto heraus gearbeitet. Hausbesuche muss man häufig alleine machen, obwohl kein Richter in die Wohnung gehen würde und vieles, vieles mehr. Ja, warum übergreift man eigentlich so einen solchen Beruf? Es gibt sicherlich unterschiedliche Motivationen. Meine war, dass ich die soziale Ungerechtigkeit in diesem Land nicht ertragen konnte. Und ich habe in den 70er Jahren angefangen. Die soziale Ungerechtigkeit hat sich bis heute enorm gesteigert. Und ich wollte zumindest einigen Menschen die Möglichkeit geben, dass sie in dem Bürokratiewust ihr Recht bekommen.
Mir war schon klar, damit kann man nicht die Welt verändern oder das Land. Deswegen habe ich mich ja auch zusätzlich politisch engagiert. Und meine Erfahrung war, dass in dieser kapitalistischen Gesellschaft Menschen bewusst ausgegrenzt werden, weil man sie eben nicht als Arbeitskräfte braucht oder weil sie durch Arbeitsprozesse und Ungerechtigkeit verschlissen wurden, weil sie sich nicht so einfach integrieren oder auch unterwerfen lassen von einem System. Was macht man denn mit diesen Menschen und denjenigen, von denen man noch nicht weiß, ob man sie vielleicht mal wieder braucht im Arbeitsprozess und die man auf keinen Fall als wütende Menge vor den Rathäusern oder den Landtagen sehen will? Man sorgt mit sozialer Arbeit, dass sie versorgt und ruhig sind. Also eine wichtige Funktion in diesem kapitalistischen System, gemeinsam mit Hartz IV und anderen Gesetzen für Ruhe und Ordnung zu sorgen, damit andere in Ruhe ihre Profite weitermachen können. Mein Traum wäre ja, dass alle in der sozialen und pädagogischen Arbeit mal aufstehen würden und laut sagen, wenn wir schon dafür sorgen müssen, dass ihr in Ruhe lebt, dann gebt uns wenigstens ordentliche Arbeitsbedingungen. Leider haben die Kolleginnen neben ihrer Arbeit, die sie mit viel Engagement machen, oft nicht mehr genügend Kraft, um Rabatz zu machen. Gut, dass es Gewerkschaften gibt, die darauf aufmerksam machen. Wir haben in unserem Antrag einiges zu diesen ordentlichen Arbeitsbedingungen aufgeschrieben, wie sie jetzt in der Corona-Pandemie erforderlich wären. Wenn auch demnächst mehr geimpft werden sollen, dann ist es doch dringend erforderlich, alle aus dem sozialen und pädagogischen Sektor vorzuziehen. Und auch mit dem Impfschutz ist noch nicht alles gegessen. Infektionen können weiter übertragen werden. Deswegen braucht es durch öffentliche, handfinanzierte Tests Schutzmaterial, Lüfter und andere Hygienemaßnahmen. Die Folgen der Pandemie werden wir gerade bei Kindern und Jugendlichen noch lange spüren. Deswegen muss die Landesregierung einen runden Tisch einrichten, der das Corona-Kabinett berät, wie jetzt die Öffnungs- und Besuchsregelungen aussehen können. Wenn Sie bitte so gelegentlich zum Schluss kommen würden, Frau Böck. Ja. Wenn Sie den sozialen Ausgleich zumindest in Bezug auf Ruhe und Ordnung weiterhaben wollen, wenn Sie nicht noch weitere Personengruppen von dem gesellschaftlichen Mainstream abkoppeln wollen, wenn Sie nicht wollen, dass mehr Kinder und Jugendliche mit dem Leben nicht zurechtkommen, wenn Sie nicht höhere Gesundheitskosten oder mehr Geld in Justizvollzug und Maßregelvollzug stecken wollen, dann kommen Sie zur Besinnung und finanzieren die soziale Arbeit besser. Schützen Sie die Kolleginnen, die gerade zu Corona-Zeiten in die erste Reihe geschickt werden. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Böhm. Wir haben den Boddenberg-Konflikt richtig mit eingebaut. Ich meine den Wortmeldungskonflikt. Wenn Sie jetzt bitte nur das Pult räumen, ich fülle jetzt nur die Zeit, bevor dann für die SPD-Antragsteller dringlicher Antrag Tagesordnungspunkt 103, Drucksachennummer 56. Ach, sie will noch nicht sprechen. Trotzdem rufe ich ihn halt da noch mal jetzt fürs Protokoll richtig auf, Herr Vorsitzender. Drucksache 5611/20. Aber die Antragstellenden wollen noch nicht dazu sprechen. Also hat Frau Ravensburg das Wort und kommt aus dem hohen Norden. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich werde gleich einige vernünftige Argumente bringen. Denn die Corona-Pandemie hat uns vergangenen Jahr aus völlig heiterem Himmel getroffen und fordert immer noch unsere ganze Kraft. Die Pandemie hat nicht nur unser Privatleben völlig verändert, sondern sie hat die ganze Arbeitswelt und auch ganz besonders das Sozial- und Bildungswesen vor große und vor größte Herausforderungen gestellt.
Leider führte die Pandemie zu schwersten Verläufen, aber auch Todesfälle mussten wir beklagen, nicht nur bei den Pflegeheimbewohnern. Das, meine Damen und Herren, hat uns die akute Gefährdung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schmerzhaft vor Augen geführt, die aufgrund ihrer Berufstätigkeit in Pflege, Medizin, in Heimen, im Sozial- und Bildungswesen zwischenmenschliche Kontakte eben nicht immer vermeiden konnten und können. Wir bedanken uns ausdrücklich bei allen Kräften, die trotz hoher Eigengefährdung ihren Angevertrauten bei ihren Anvertrauten geblieben sind und sie nicht im Stich gelassen haben. Aber ich weise den Vorwurf entschieden zurück, dass die Landesregierung den Ansprüchen der Berechtigten nicht genügend Beachtung geschenkt hätte. Im Gegenteil, das gesamte Kabinett, die gesamten Ministerien und in der Operative natürlich auch die Taskforce haben Tag und Nacht daran gearbeitet, Maßnahmen zu ergreifen, zu unterstützen, wo es nur geht. Und das gilt ganz besonders auch für den Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nun hat DIE LINKE 10 Forderungen in ihrem Antrag aufgestellt. Sie kamen mir gleich bekannt vor, Frau Böhm, denn wir waren ja alle bei der Überreichung der Petition dabei. Dabei war auch das Papier von Verdi, wo ebenfalls 10 Punkte enthalten waren. Und mir fiel doch gleich die Ähnlichkeit in ihrem Antrag auf. Also möchte ich die Zahl 10 jetzt aufnehmen und nehme gleichfalls in 10 Punkten Stellung. Eines will ich aber klar machen. Ihr Antrag, der ist nicht notwendig, denn die Landesregierung hat bereits auch ohne ihren Antrag gehandelt und handelt tagtäglich weiter. Und deshalb fange ich bei Punkt 1, dem Impfangebot, an. Meine Damen und Herren, ich stelle fest, dass die Landesregierung über Sonderimpfaktionen dafür gesorgt hat, dass die Erzieherinnen und Erzieher, die Grundschullehrerinnen und auch die Förderschullehrer und Lehrerinnen, aber auch das Personal, das in den Schulen und den Kitas arbeitet, schnellstmöglich geimpft werden konnte. Und darunter sind selbstverständlich auch die Referendare und die Auszubildenden, die in ihren Praxisphasen, z. B. in den Kitas gearbeitet haben, mitgeimpft worden. Und dass jetzt bereits auch viele Lehrer der weiterführenden Schulen, die in Präsenz- oder im Wechselunterricht ebenfalls in engen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern sind, dass die geimpft werden konnten, das ist auch ein ganz weiterer und wichtiger Schritt und ist sehr gut bei den Lehrerinnen und Lehrern angekommen. Und deshalb komme ich gleich zum Punkt 2, Impfpriorisierung. Dabei darf nicht übersehen werden, dass die Änderungen der Impfreihenfolge immer ein Abwägen zwischen den berechtigten Interessen der bereits in einer Priorisierungsgruppe sich befindlichen Personengruppen und der besonderen Gefährdung der zusätzlich neu aufzunehmenden Personengruppen sein muss. Von diesem Abwägen habe ich in Ihrem Antrag aber nichts gesehen. Und jetzt komme ich deshalb gleich zu Punkt 3, Berufsgruppen vorziehen. Ihr Antrag formuliert die Gewerkschaftsforderungen zu den Fachkräften in der sozialen Arbeit und in der Schule. Und das ist völlig legitim, blendet aber andere Interessen aus. So verkennen Sie, dass es natürlich auch weitere Berufsgruppen gibt, außerhalb von denen, die Sie erwähnen, die aus gutem Grund bei der Impfung vorrangig berücksichtigt werden sollten. Heute Morgen erst haben wir über die Feuerwehren gesprochen. Wir sprechen über Einsatzkräfte in der Polizei, aber wir sprechen natürlich auch über die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Lebensmitteleinzelhandel. Und deshalb kommen wir wieder zu Punkt 4, der nämlich folgt, nämlich der Impfstoffverfügbarkeit. Bei all dem darf nämlich nicht vergessen werden, dass die erfolgreiche Pandemiebekämpfung vom ausreichenden Impfstoff abhängig ist. Erst jetzt steigen die Impfstoffmengen, sodass auch jetzt die Priorisierungsgruppe 3 geöffnet werden kann, in der sich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der sozialen Arbeit befinden. Und das ist uns, glaube ich, allen hier klar. Der einzig erfolgsversprechende Weg aus der Pandemie ist doch
Impfen, impfen und drittens impfen. Und das gilt hoffentlich auch für die Kinder und Jugendlichen bald. So war es heute eine gute Nachricht, die ich auf dem Ticker gefunden habe, dass BioNTech in Aussicht stellt, auch bald, möglichst schon im Sommer, Jugendliche und Kinder impfen zu können. Und deshalb komme ich zum Testen, denn bis dahin muss getestet werden. Sie fordern Schnell- und Selbsttests. Auch hier hat die Landesregierung längst gehandelt. Die Schnelltests wurden vom Land finanziert und ermöglicht. Und seit Ende der Osterferien stehen in allen Schulen und auch für das Kita-Personal hochwertige Selbsttests zweimal in der Woche zur Verfügung, um einen zusätzlichen Schutz für die Kinder und Jugendlichen, die Familien und vor allem auch für das Personal in Kitas und Schulen zu gewährleisten. Punkt 6. Tests für Kita-Kinder. Das gilt übrigens auch für den Antrag der SPD. Denn bei den Schnelltests für Kita-Kinder hat das Land bereits signalisiert, dass es sich finanziell beteiligen wird. Voraussetzung aber ist doch, dass wir zuverlässige und handhabbare Tests haben, die z.B. auch die Eltern zu Hause durchführen könnten. Und das ist eben das Problem. Nasentests sind für die Kinder und gerade die Kleinkinder zu schwierig zu handhaben. Bei den Spucktests dürfen die Kinder 2 Stunden vorher nicht essen und nicht trinken. Und die verfügbaren Lolli-Tests, die fände ich persönlich auch sehr sympathisch, aber die sind bisher eben nicht zuverlässig genug. Und dann vermitteln sie nur scheinbare Sicherheit. Also kommen wir zum Punkt 7, Maßnahmenförderung. Die Landesregierung hat bereits ein Förderprogramm von 100 Millionen Euro für mehr Hygienesicherheit in den Schulen und Kitas zur Verfügung gestellt, sodass auch die von Ihnen geforderten Lüftungsgeräte, aber auch Umbauten, z.B. um Fenster öffnen zu können, finanzierbar sind. Achtens, runder Tisch. Sie fordern einen runden Tisch, der über die Maßnahmen diskutieren und beraten soll. Dazu kann ich nur sagen, beraten wird die Landesregierung von allen Seiten. Und es ist auch keineswegs so, dass die Berater dann zu einheitlichen Meinungen kämen. Letztendlich muss deshalb die Landesregierung unter Abwägung der verschiedenen Interessen entscheiden. Das ist genau der Punkt. Es muss entschieden werden und Maßnahmen ergriffen werden. Und dann kommt Punkt 19. Neuntens. Ihre Forderung nach A13 für Grundschullehrer, das ist ja schön, dass Sie das hier aufgenommen haben, aber gehört ja nun wirklich bei der Bedeutung einer solchen Entscheidung nicht in einen solchen Antrag und dann auch noch unter ferner liefen. Zehntens. Noch spannender finde ich Ihre Forderung nach einem Notfonds. Und das nicht etwa, weil Sie die Unterstützung von Vereinen und sozialen Institutionen über das SODEC hinaus fördern wollen. Nein, das hat einen ganz anderen Grund. Ich habe mir nämlich einmal angeschaut, wie Sie die geforderten 100 Millionen Euro finanzieren wollen. Und siehe da, finanziert werden soll das Ganze aus dem Corona-Sondervermögen. Dem Sondervermögen, das Sie doch immer abgelehnt haben. Das sollten Sie dann aber bitte den Betroffenen auch einmal sagen. Meine Damen und Herren, in den Anträgen der LINKEN und der SPD da steht drin, was Sie alles an Forderungen haben. Und wenn Sie das mit dem vergleichen, was schon bereits erledigt ist, dann werden Sie feststellen, Bund und Land, aber auch unsere Kommunen haben längst gehandelt, und viele Ihrer Forderungen sind bereits erledigt, andere nicht zielführend. Meine Damen und Herren, die Landesregierung muss in einer sehr volatilen und schwer vorhersehbaren Pandemie die unterschiedlichen Interessen abwägen und Entscheidungen treffen. Und das tut sie mit großer Verantwortung. Und doch kann es vorkommen, dass Entscheidungen aufgrund geänderter Lage korrigiert und angepasst werden müssen. Aber eines lassen wir Ihnen, Frau Böhm, Ihnen der LINKEN, in diesem Zusammenhang nicht durchgehen, nämlich der Landesregierung vorzuwerfen, sie entziehe sich bewusst ihrer Verantwortung. Eine solche Behauptung, liebe Kollegen von den LINKEN, ist nicht nur schlicht falsch, sondern ich finde sie in dieser Lage auch äußerst verwerflich. Vielen Dank.
Vielen Dank. Zu einer Kurzintervention hat sich die Kollegin Böhm gemeldet, und sie wird auch gleich das Wort und das Pult dazu haben. Bitte schön. Danke schön, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Also, ich finde es schon sehr verwunderlich, uns vorzuwerfen, dass wir das Corona-Sondervermögen bisher abgelehnt haben. Ja, habe ich irgendwas falsch verstanden? Nein, ich habe alles richtig verstanden. Na, wir haben gesagt, gut, hervorragend. Es ist notwendig, jetzt zu investieren. Es ist jetzt notwendig, für den sozial-ökologischen Umbau aktiv zu werden. Und gerade im Sozialbereich muss dringend investiert werden. Wir haben in vielen Bereichen einfach eine schlechte Situation. So, ich habe sie, glaube ich, vorhin dargestellt, wie sich die Situation in der sozialen und pädagogischen Arbeit darstellt. Hier muss Geld reinfließen. Deswegen haben wir das begrüßt. Also, das verstehe ich überhaupt nicht, wie Sie auch auf uns vorwerfen, dass wir diese Initiative nicht mit unterstützt haben. Wir haben, auch wenn es uns oft schwerfällt, durchaus die Initiative der Landesregierung, der wir sonst nicht so oft zustimmen, in dieser Frage deutlich gut geheißen und auch da mitgestimmt. Und ich denke, es ist dringend erforderlich, die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiterinnen in den sozialen und pädagogischen Berufen zu verbessern. Deswegen auch die Forderung nach A13 für Grundschullehrkräfte. Ich habe letztes Mal hier gestanden und habe etwas erzählt zur Lohnungleichheit. In den Berufen, wo vorwiegend Frauen arbeiten, sind die Löhne durchschnittlich geringer. Und hier, das ist ja wieder ein typisches Beispiel. Deswegen werden wir Ihnen das jedes Mal wieder aufs Brot schmieren. Vielleicht irgendwann mal werden Sie merken, ja, doch, ne, steter Tropfen bricht den Stein, dass wir doch recht haben und dass es notwendig ist, in diesem Bereich tatsächlich mehr Geld reinzustecken und mehr die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten zu verbessern. Weil wenn Sie es nicht tun, werden Sie ihnen davonlaufen. Das hat ja die Studie von Prof. Dr. Mayer deutlich gezeigt. Ich bedanke mich. Vielen Dank. Sie haben die Möglichkeit, Frau Ravensburg, darauf zu reagieren. Sie verzichten. Dann darf ich als nächstes Frau Kollegin Pabst-Dippel aufrufen und das Wort erteilen. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Antrag, werte Kollegen von den LINKEN, zeigt zumindest, dass Sie das Problem erkannt haben. Auf der einen Seite die Bedürfnisse der Kinder, auf der anderen Seite die Arbeitsbedingungen der Pädagogen, die durch Corona eine weitere und extreme Belastung dazubekommen haben. Neben der floskelartigen Nennung von mehr Anerkennung und Wertschätzung werden weitere Maßnahmen gefordert, die dann aber nicht das eigentliche Problem angehen. Danke schön. Seit inzwischen über einem Jahr finden harte Einschnitte im Leben unserer Kinder statt, die eine Erfüllung der Grundbedürfnisse massiv einschränken und negative Auswirkungen auf die gesunde psychische Entwicklung haben. Gerade in den ersten Jahren durchleben unsere Kleinsten eine schnelle Entwicklung, und jeder Monat mit den bestehenden Corona-Maßnahmen ist ein belastender, wenn nicht verlorener Monat für die Entwicklung. Kinder brauchen ein verlässliches Umfeld, feste Strukturen und Rituale. Das wird derzeit dadurch verhindert, dass Kinder nicht wissen, ob sie morgen oder in einem Monat noch in die Kita oder die Schule gehen dürfen. Denn ob und in welchem Umfang Präsenzunterricht möglich ist, hängt ja von der 7-Tage-Inzidenz ab. Kinder brauchen eine soziale Infrastruktur. An dieser Stelle verstehe ich, sehr geehrte Kollegen von den LINKEN, dass Sie scheinbar nur Kita, Hort und Schule darunter verstehen. Zur sozialen Infrastruktur gehört aber wesentlich mehr, z.B. Erholungs-, Frei- und Spielflächen, die Öffnung von Schwimmbädern zur Erlangung von Schwimmfähigkeit, abhängig von der 7-Tage-Inzidenz, Öffnung von Freizeitanlagen, in denen sich Kinder erproben und neue Erfahrungen sammeln können, abhängig von der 7-Tage-Inzidenz, und natürlich immer mit Abstand und möglichst kleinen Gruppen, die Erwachsenen und älteren Kinder mit Maske. Das widerspricht den Grundbedürfnissen eines jeden Kindes. Kinder lernen von Älteren. Sie sehen die Mimik, lernen Gefühle des Gegenüber an der Mimik zu erkennen und reagieren darauf. Durch die Maske schwer möglich.
Fragen Sie einmal bei den Logopäden nach. Genauso brauchen Kinder Nähe und Körperkontakt beim Spiel, mit Freunden, beim Toben, sich trösten oder gemeinsam freuen. Berührungen gehören zur sozialen Interaktion. Unseren Kindern wird eingeredet, dass sie Abstand halten müssen. Wenn sie den Abstand nicht einhalten, können andere Menschen, vielleicht sie selbst, sehr krank werden. Auch die Großeltern dürfen beim Besuch, der möglichst nicht stattfinden sollte, nicht umarmt werden. Die Großeltern könnten schwer krank werden und sterben. Die heute bestehenden Corona-Maßnahmen haben massive Auswirkungen auf die physische und psychische Entwicklung der Kinder. Jetzt schon ist fast jedes dritte Kind psychisch auffällig. Zum Glück haben Eltern ein Gefühl für die Bedürfnisse ihrer Kinder, und viele Eltern lassen es tatsächlich zu, dass ihre Kinder auch ohne Abstand in größeren Gruppen draußen spielen und damit ihr Immunsystem stärken und die psychische und physische Entwicklung gestärkt wird. Herr Prof. Püschel hat anfangs sogar gesagt, dass er seine Enkelkinder sicherlich nicht sehen will. Das zeigt das eigentliche Problem der derzeitigen Maßnahmen. Sie sind fernab von der Lebenswirklichkeit der Realität. Es kann doch nicht wirklich jemand glauben, dass sich die gesamte Bevölkerung an alle Maßnahmen hält. Immer wieder sieht man große Gruppen, Kinder wie Erwachsene, Geburtstage und sonstige Feiern in geschlossenen Privaträumen mit mehreren Personen. Mehr und vor allem härtere Maßnahmen führen unweigerlich zu Regelverstößen, insbesondere dann, wenn Grundbedürfnisse betroffen sind. Durch die inzwischen lange Zeit, in der ein halbwegs normales Leben nicht mehr möglich ist, werden Menschen müde, und selbst wichtige Maßnahmen werden immer häufiger nicht eingehalten. Ausschlaggebend ist hierfür vor allem, dass Maßnahmen nicht erklärbar sind. Warum müssen Einrichtungen, die zur sozialen Infrastruktur gehören, wie beispielsweise Schwimmbäder, Kletterparks usw., schließen, während in Supermärkten Kunden in teils engen Gängen dicht an dicht einkaufen? Wenn wir die aktuelle Situation in den Griff bekommen wollen, müssen wir die Realität sehen, anerkennen und gemeinsam einen Mittelweg zwischen den derzeitigen Maßnahmen und der Sicherstellung der Befriedigung von Grundbedürfnissen wählen. Mit Ihrem Antrag, werte Kollegen, suchen Sie nicht diesen Mittelweg. Sie reden von Anerkennung und Wertschätzung. Aber auch Pädagogen brauchen ein Mindestmaß an Stabilität für ihre Arbeit. In der Vergangenheit wurde oftmals mit einer kurzen Vorlaufzeit die Arbeitsvoraussetzung grundlegend verändert. Präsenzunterricht, ja oder nein, neue Schutzmaßnahmen, die spontan umgesetzt werden mussten, Flexibilität, wenn der Schnelltest auf einmal positiv ist und die anwesenden Kinder betreut oder beschult werden müssen. Hinzu kommt inzwischen noch die Beaufsichtigung und Anleitung der Kinder beim Schnelltest, für die die Lehrer vorab sogar eine Schulung benötigen. Schulleitungen müssen Zeit abknapsen, um sich um die Materialbeschaffung und Materialentsorgung zu kümmern. Über den erforderlichen Zeitaufwand und dass es auf Kosten der Bildung unserer Kinder geht, müssen wir jetzt nicht reden. Mit diesen Maßnahmen wird die Chancengleichheit unserer Kinder massiv eingeschränkt. Kinder aus problematischen Familien können durch den Distanzunterricht nicht die Unterstützung erhalten, die zwingend erforderlich ist, um eine Chancengleichheit sicherzustellen. Auch in den Inklusionsklassen, in denen wesentlich mehr Zeit für die Selbsttests benötigt werden, reduziert sich die Unterrichtszeit, ebenfalls mit Auswirkungen auf die Chancengleichheit. Wertschätzung der Arbeit unter Corona-Pädagogen. Werte Kollegen, dass unsere Pädagogen nicht erst unter Corona zu wenig verdienen, dürfte jedem bewusst sein. Wertschätzung wäre es, wenn ich Pädagogen ausreichend Hilfe und Zeit gebe, um beschlossene Maßnahmen vorbereiten und planen zu können. Entschuldigung, dazu gehört aber zu sehen, mit welchen zusätzlichen Aufgaben Pädagogen auf Kosten der eigentlichen Arbeit überlastet werden. Über die Sinnhaftigkeit der inzwischen verordneten Schnelltests sollte jedenfalls diskutiert werden. Eine Testpflicht lehnen wir als AfD ab. Entsprechende große epidemiologische Studien hätten uns letztes Jahr erhebliche Erkenntnisse gebracht, waren aber scheinbar nicht gewollt.
Tatsache ist, dass Schülerinnen und Schüler bereits auf dem Schulweg Kontakt zueinander hatten, eventuell sogar am Vortag gemeinsam Hausaufgaben gemacht oder gespielt haben. Bis sie in der Schule angekommen sind, gibt es genügend Möglichkeiten zur Verbreitung des Virus. Der Test am Morgen ist nur eine Momentaufnahme und sagt nichts darüber aus, ob sich ein Schüler bereits infiziert hat. Für den Nachweis ist eine gewisse Virenlast erforderlich, die sich im Verlauf eines Schultages dahingehend ändern kann, dass ein morgens durchgeführter negativer Test am späteren Nachmittag positiv sein kann. Ein negativer Test hat keine Aussagekraft, und ein positiver Test kann sich später beim PCR-Test dann als falsch herausstellen. Ich habe in meinem Umfeld mittlerweile jede Menge Hinweise darauf, dass die nasalen Testungen häufig zu Nasenbluten führen. Und Sie fordern Testungen für jeden Anwesenheitstag. Wahnsinn. Ein weiterer Punkt Ihres Antrags sind die Impfungen. Impfungen schützen nicht vor einer Infektion und schützen auch nicht vor der Weitergabe des Virus. Alle verwendeten Impfstoffe sollen vor der Erkrankung COVID-19 schützen, die durch den SARS-CoV-2-Erreger entstehen kann. Die Wirkung des Impfstoffs hängt aber auch im Wesentlichen vom Immunsystem des Geimpften ab. Bei immunsupprimierten Personen, z. B. durch eine Erkrankung oder die Einnahme von Cortison, sinkt die Wahrscheinlichkeit einer Schutzwirkung. Schauen wir in andere Länder wie Israel, zeigt es sich, dass die Inzidenzwerte trotz hoher Impfrate weiterhin hoch sind. Auch der Weg über die Impfung führt also noch lange nicht zur Normalität, die doch für Familien, Kinder und Pädagogen so dringend nötig wäre. Impfen muss freiwillig bleiben, auch ohne Druck im beruflichen Kontext. Denn individuelle heftige Nebenwirkungen bis hin zu Todesfällen in Zusammenhang mit Impfungen sind unbestritten und bedürfen der Aufklärung. Wer auf Impfungen setzt und dadurch seine Angst verliert, der soll sich selbstverständlich impfen lassen. Offensichtlich wird ja jetzt die Prio-Gruppe 3 in Angriff genommen. Alle Vorerkrankten und älteren Mitarbeiter im sozialen Bereich, die als anfällig für schwere Covid-Verläufe gelten, haben also längst ein Impfangebot erhalten. Frau Ravensburg hat das ja eben weiter ausgeführt. Die finanziellen Forderungen im vorliegenden Antrag sollten teilweise an anderer Stelle und unter Normalbedingungen diskutiert werden. Zu Teilen der Forderungen Ihres Antrags, werte Kollegen von der Fraktion der LINKEN, bemerke ich noch, kann man fordern, muss man aber nicht, zumindest nicht im jetzigen Kontext. Vielen Dank. Vielen Dank. Fast eine zeitliche Punktlandung.